Magst du einen Kaffee? Oh, gern. Schwarz. Ganz schwarz. Wie die Seele. Also, das ist mein lieber Freund Tim Koller. Ein ganz toller Schauspieler, der hervorragend singen kann, tanzen kann. Ich weiß eigentlich nichts, was er nicht kann. Und ich freue mich, dass er mich heute eingeladen hat, meinen Blick hinter die Kulissen im Schmidt-Theater zu werfen. Und wir sitzen jetzt nochmal ganz gemütlich in der Bar. Es ist gut für uns, noch mitten in der Nacht. Ja. Es ist jetzt 10:50 Uhr. Grauenvoll. Mittags. Aber dafür sehen wir ziemlich gut aus, finde ich. Naja. Also du auf jeden Fall, ich setze mich lieber ein bisschen weg vom Licht. Ja, und jetzt trinken wir noch ein Käffchen, bevor er mir alles zeigen wird. Wir stöbern mal in der Garderobe rum, schauen uns ein paar Kostüme an. Natürlich die Bühne von unten, von der Seite. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und erzähl mal, wie lange du hier schon spielst und was heute noch läuft. Seit 2013 und heute spiele ich insgesamt 3 Stücke in dem Haus und heute ist das Solostück Cave Queen. Und der ist ja hervorragend. Ein richtig tolles Stück lebt durch ihn. Also seid gespannt. Bis dann. Das ist mein Reich. Sehr schön. Wunderbar. Gerollte Socken neben der Unterwäsche, Beruhigungspillen, Schminkzeug. Für alle Fälle. Ach, und hier die Schuhe. Ich freue mich schon, wenn sie an den Füßen von Tim sind. Guck mal, hier ist der Störtebäcker. Aber du bist nicht der Störtebäcker. Nee, ich bin der böse Stiefpapa. Der böse. Ich kenne nur die Leute aus dem Fach. Mein Fach. Ne? Das ist der Chef vom Haus. Leicht zu erkennen. Leicht zu erkennen. Die Königs vom Kiez. Oh ja, das Erfolgsstück zur Zeit. Ein Wunder. Dann gibt es hier natürlich die Käfin heute. Ja. Hier. Heute noch mit beiden. Zuerst aber ich, bald. Am Abend der Nick. Und dann gibt die Alte in die Fiona. Die Alte. Dann übernimmt sie. Das jungsche Ding. Okay. So, jetzt geht's zur Bühne. Da ist noch nichts, da steht noch das Bühnenbild von gestern. Die bauen jetzt gerade mein Bühnenbild für Käfig auf. Aber wir können ja trotzdem schon mal gucken, was so abgeht. Und da ist schon die erste Tür. Guck mal, da hängen die Kostüme für das andere Stück, was ich spiele. Die Teilnehmer-Kostüme. Lale, die Glücksfee. Der Dealer, auch ein Böser. Alle Requisiten. Alle Requisiten. Von Königs. Hier ist die Lale-Perücke. Ah. Können wir mal aufsetzen. Natürlich. Geh mal ein bisschen hier rüber ins Licht. Hallihallo, ich bin die Lale. Die Goldfee von der Glücksspirale. Guck nur mal in den Spiegel. Oh, guck mal, da hängen Nadeln drin. Also wenn es jemand tragen kann, dann du. Na, die könntest du auch mal aufsehen. Du willst doch eh blond. Die Katze für Arme. Hallo, ich bin die Lale. Ich bin von der Glücksspirale. Deswegen geht alles schief. Frau Winkelmüller. Ein bisschen was mit Angela Merkel. Stimmt. Oder so. Die Dame vom Finanzamt. Jetzt gehen wir auf die Bühne. Schönes Theater. Schön. Und es gibt Menschen, die arbeiten. Profis. Das Schmidt-Theater mit dem Hauptdarsteller, meinem Lieblingsdarsteller des Hauses. Bin auch heute der Einzige. Alles noch leer? Es ist früh, nach 11. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Noch schöner kann es ja gar nicht werden. Ja. Ja. Sehr gut. Und hinter dir hängen die Kostüme für heute. Aha. Ich fange ja an mit dem hier. Nur dem hier. Sehr schön. Und dann habe ich an. Eine Mopo. Eine Mopo. Die müssen wir unbedingt mal anprobieren. Also, wenn dich was kleidet, dann das. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es die Steigerung zu der Mopo. Mhm. Das Hamburger Abendblatt? Nein, einfach mehr Informationen. Den Mopo-Rock.
Und der geht so zu. Ah ja. Und vorne hast du dann nichts weiter drunter. Ja, da habe ich ja die Mikrofone. Ist klar. Ja, also das Ensemble. Ja. Sehr gut. Und großes Finale. Oh. Das 80 Kilo Kleid. Und dazu? Und dazu gibt es denn das passende Accessoire. Der Glitzerknochen. Den Glitzerknochen. Und wenn ich das alle anhabe, weiß ich, ich habe 300 Stunden geschafft und darf Feierabend machen gehen. Und feiern. Die Ruhe vor dem Sturm. Ganzkörperkondom gefüttert zum Warmhalten und gemütlich machen. Ja, genau. Runter ist er nackt. Oh ja, das mache ich. Vor allem den zweiten Teil habe ich noch nicht geschafft diese Woche. Oh Gott. Naja, schauen wir mal. Gib mir mal das Textbuch rüber und dann gucken wir mal. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob der Tim irgendwas behalten hat. Wenn du schon unbedingt Frauen köpfen willst, dann fang mal mit bei deiner Mutter an. Obwohl. Bei Drachen wachsen Köpfe ja eigentlich wieder nach, ne? Ist das jetzt privat oder die Rolle? Das ist alles möglich. ich muss wohl heutzutage akzeptieren, dass du mit einem Mann zusammenlebst. Mir gefällt aber überhaupt nicht, was ihr zusammen im Bett anstellt. Von wegen Mopo. Alles auf Englisch. Tja, auch ich kann dieses Kostüm tragen. Man kann auch von innen lesen, wie in einem Buch oder in einer Zeitung. Sitzt wie angegossen? Ah, ah. So, jetzt wird die Bühne eingerichtet. Den hab ich geschrottet. Komm rein. Den ganz schnellen Umzug. Das Kleid wie ein Brunnenring drapiert. Hier steige ich. Aha, und so? Tschack. Hoch. Ah ja. Noch ein paar Requisiten. Tims Lieblingsspielzeug. Aha. Ist ja ein schönes Stück. Nee, die Regenbogenfarben. Das ist das Gay-Lexikon. Biologisch wertvoll. Abbaubar auch? Abbaubar, nee. Das ist die schwule Sau. Und die Kollegen sind sehr nett. Ich tue so, als ob ich da drin vorlese und habe mich bei den Proben gefreut, dass da der Text wenigstens drin steht. Haben die einen ganz anderen Text reingeklebt. Toll, sehr lieb. Tja. Meine Damen, da können wir was abgucken. Zeig mal von der Seite. Besonders schön zu diesem Outfit. Ein elegantes Bein. So, warten auf Soundcheck. Morgens jagen, mittags sammeln und abends. I am what I am. Nochmal von vorne. Your life is a sham. See, you can see. Hey, well, I am. Plötzlich verdunkelt, mit regenbogenfarbenen Fallschirmen. Schwuppentruppen nähern sich über die Bergeskuppen und im drohenden Takt der Kampfstiefel hört man First I was afraid, I was petrified. Soundcheck liegt hinter ihm und jetzt wird an der Schönheit gearbeitet. Das ist heute sehr schwer. Ach, da ist kaum was zu tun. Hast du eine schöne Auswahl von Grün, Rot und Blau? Hübsch machen, hübsch machen, hübsch machen. Schwuchtel. Thank you.
Wenn Sie Verwandte, Betante, Sexualpartner in ganz Deutschland haben, man kann es auch bundesweit verschenken, www.capequeen.de. Da können Sie uns auch aus dem Gästebuch hinterlassen oder auch im Gästebuch von Tivoli. Es gibt uns auch auf Fatzebook. Da kann man uns auch liken, aber nicht lecken. Geschafft. Erfolgreich geschafft. Großartig. Warte mal, na, groß.